Guten Morgen im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Mein Name ist Marina Rudjak und ich darf Sie heute durch eine ganz spannende Dialogveranstaltung führen mit der China-Korrespondentin der Zeit, Xifan Yang, die seit 2016 in Peking berichtet. Ich selber bin Sinologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Zentrum für transkulturelle Studien und Asienwissenschaften in Heidelberg und freue mich sehr, Sie heute durch die Veranstaltung zu leiten. Ganz herzlichen guten Morgen nach China, wo wir jetzt, glaube ich, 17 Uhr haben, liebe Xifan. Und ich würde gleich gerne mit einem Thema einsteigen, das uns alle beschäftigt im Alltag hier in Deutschland und sicherlich auch in China. Und das ist die Corona-Krise. Wie ist denn die Situation in China gerade? Hallo erstmal und schönes Wochenende aus der Inneren Mongolei. Ich bin hier gerade in den nationalen Feiertagsferien, wie das ganze Land ja auch. Und naja, also ich bin hier gerade umgeben von Grasstädten. Hier ist nicht viel Corona, aber auch sonst ist eigentlich im Rest des Landes, ist jetzt so reger Urlaubsverkehr. Die ganzen Sehenswürdigkeiten und Hotels, Restaurants sind voll, so wie ich das mitbekomme, von Bekannten und Freunden. Und in Chengdu hat mir eine Bekannte sogar Fotos von einem Rave geschickt. Der ist mit einem Strawberry Music Festival, startet jetzt nach langer Pause wieder. Dadurch, dass die Grenzen sozusagen versiegelt sind und kaum Chinesen ausreisen und nur sehr wenige Menschen einreisen, die meisten Ausländer sind die Grenzen ja seit März gesperrt, hat die Regierung es tatsächlich einigermaßen unter Kontrolle bekommen, das Virus. Wir haben gestern 16 gemeldete Fälle gehabt in China. Das klingt nach sehr, sehr wenig, wenn wir gerade jetzt uns die amerikanischen Fälle vor Augen halten oder auch die Infektionszahlen jetzt wieder in Europa. Und man kann, ich glaube, es liegt auf der Hand, dass man erstmal anfragt, ob diese Zahlen stimmen. Das weiß man wie immer in China nicht ganz genau. Ich glaube aber, dass die Infektionszahlen inzwischen wirklich sehr, sehr gering sind. Also bis vor ein paar Monaten war das noch so, dass man wirklich in Peking an jeder Straßenecke, an jedem Eingang zu jedem Wohncompound wurde man angehalten und verhört oder man musste seinen Gesundheitscode vorzeigen. Oft wurde man gar nirgendwo eingelassen. Und die Sicherheitsleute, ja auch die normalen Bürger, waren immer noch sehr, sehr vorsichtig. Und die Chinesen waren von Anfang an sehr, sehr vorsichtig. Und dass sie jetzt wieder auf die Straße gehen und dass jetzt der Alltag eigentlich wieder zurück zur Normalität gekehrt ist, ist für mich schon ein Zeichen, dass die Suppressionsstrategie insgesamt erfolgreich ist. Die funktioniert ähnlich wie in Thailand oder in Neuseeland, also dichte Grenzen. Und überall dort, wo neue Cluster auftauchen, geht man sofort mit sehr, sehr flächendeckenden Tracking und Massentestungen dagegen vor. In Peking hatten wir im Juni, als das Virus auf einem Fischmarkt ausbrach, hatten wir 1 Million Tests pro Tag in der Stadt. Das ist natürlich nur möglich, wenn man so einen riesigen Personalapparat hat, wie das. So, du hast gerade von der Suppressionsstrategie gesprochen. Die beinhaltet ja auch, dass alle, die nach China einreisen, erst einmal 2 Wochen in Quarantäne müssen. Und ich erinnere mich, dass du das selber 2-mal durchgemacht hast und beim ersten Mal auch sehr ausführlich über Twitter berichtet hast. Wie ist denn gerade die Situation für dich als Journalistin, die unter Corona-Bedingungen in China, in Peking arbeitet?
Und auch insgesamt, jetzt gerade, wo so viele amerikanische Journalisten ihre Visa gecancelt bekommen haben, so viele Journalisten gerade aus China ausgereist sind, sind die Arbeitsbedingungen für dich allgemein? Also sie sind dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr schwierig geworden. Die waren schon in den letzten Jahren nicht einfach, aber das verschlimmert sich jetzt eigentlich von Tag zu Tag. Ich muss dazu sagen, ich habe schon drei Quarantänen gemacht. Die letzte gerade erst Ende August. Ich könnte inzwischen einen Quarantäne-Guide schreiben für alle Einreisenden und ich glaube auch noch, dass ich noch einige Quarantänen machen werden muss, bis der Impfstoff da ist, werden die Chinesen die Grenzen nicht aufmachen, weil sie natürlich den bisherigen Erfolg nicht verspielen wollen. Zumal jetzt in Europa und in Amerika jetzt im Herbst wieder die zweite große Welle anrollt. Genau, also mein Mann, da muss ich dazu sagen, also lebt in München, daher fliege ich oft hin und her. Das funktioniert unter diesen Umständen natürlich jetzt inzwischen nicht mehr so gut. Das ist das eine, also die Reisebeschränkung. Das andere, was du gerade angesprochen hast, sind die Arbeitsbedingungen, die sich durch die politischen Rahmenbedingungen jetzt verschlechtern. Der Konflikt zwischen den USA und China spielt natürlich schon etwas länger, ja. Also das ging los mit den ersten Handelszöllen, die Trump 2018 auferlegt hat. Dann Anfang Februar hatten wir die China-Virus-Debatte, ja. Woher kommt das Virus? Und da haben die chinesischen Behörden sehr, sehr, also die Regierung sehr, sehr allergisch darauf reagiert, darauf dieses Virus China zuzuschreiben. Und als das Wall Street Journal einen Meinungsartikel veröffentlicht hat mit der Überschrift China is the sick man of Asia, haben die chinesischen Behörden drei Korrespondenten des Wall Street Journals ausgewiesen. Daraufhin hat die Trump-Regierung reagiert, indem sie ihrerseits chinesische Journalisten, vor allem von Staatsmedien wie Xinhua, CGTN und China Daily und so weiter ausgewiesen hat. Daraufhin ging es dann Tit for Tat, also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mitte März kam dann über Nacht die schockierende Nachricht, dass alle amerikanischen Korrespondenten in New York Times, des Wall Street Journals und der Washington Post ihre Akkreditierung verlieren. Ich habe die Nachricht mitgekriegt, als ich in Deutschland war. Die Kollegen in China selbst haben um Mitternacht davon erfahren und innerhalb von 7 Tagen mussten sie ihre Pressekarte zurückgeben und das Land verlassen. Das war sehr, sehr abrupt und schockierend für uns alle Korrespondenten in China, weil die New York Times ja schon eine wichtige Institution ist, nicht nur weltweit und in den USA sowieso, sondern auch in China, weil sie hier ein ausgesprochen großes Büro hat mit insgesamt mehr als 40 Mitarbeitern und mehr als einem Dutzend ausländischer Korrespondenten. Dazu kommen noch Chinesarbeiter, Übersetzer und so weiter. Die meisten deutschen Medien sind mit 1 bis 2 Korrespondenten vertreten. Das heißt, die New York Times und das Wall Street Journal und Washington Post, die leisten eine ganz wichtige Grundlagenarbeit für alle anderen Korrespondenten hier. Und man merkt spürbar, dass die Kollegen nicht mehr da sind. Wenn Sie sich fragen, zum Beispiel, warum liest man gerade so wenig aus China oder warum hat man das Gefühl, es ist so ruhig in China. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so ruhig ist in China. Wir erfahren halt leider gerade nicht so viel. Das hat damit zu tun, dass die chinesischen Journalisten hier nicht frei berichten können und auch immer weniger Zugänge haben. Und das hat auch damit zu tun, dass jetzt eben eine große Reihe ausländischer Journalisten des Landes verwiesen wurden. Ja, das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Das heißt, obwohl China jetzt zunehmend immer wichtiger wird, ist unser Fenster nach China viel, viel kleiner geworden. Das ist eigentlich eine total paradoxe Situation, dass wir haben weltgeschichtlich sind Zeugen einer der wichtigsten Entwicklungen, nämlich des Aufstiegs Chinas. Und das ist neben dem Klimawandel wahrscheinlich die weltpolitisch bedeutendste Entwicklung der letzten Jahre und auch der nächsten Jahrzehnte.
Und tatsächlich wissen wir jeden Tag etwas weniger über das Land. Wie ist es denn, wenn du konkret on the ground berichten möchtest? Ich erinnere mich, dass du im, glaube ich, im April, als Wuhan wieder geöffnet warst, in Wuhan warst und versucht hast, lokale Akteure zu interviewen, die aktiv geworden sind, solange die Regierung noch nicht präsent war in der früheren Phase der Pandemie. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Also dieser Trip nach Wuhan war sehr interessant. Natürlich deswegen, weil Wuhan der Ground Zero der Pandemie ist. Aber auch, weil ich gleich nach Ankunft so ein Gefühl hatte, einerseits was beklemmend, weil die Stadt noch weitgehend, also mit jedem Tag war ein bisschen mehr los. Ich kam ein paar Tage nach dem offiziellen Ende des Lockdowns, viele Geschäfte waren aber noch geschlossen. Und mit jedem Tag machte ein Starbucks mehr auf. Dann am Ende meiner 2 Wochen saßen die Leute auch schon wieder auf der Straße und haben gegessen und sogar in den Restaurants, obwohl das offiziell noch verboten war. Also dieses Regelumgehen gehört auch immer zu China dazu. Aber trotzdem hatte ich gleich nach meiner Ankunft so ein komisches Gefühl, so stelle ich mir das Arbeiten in Nordkorea eigentlich vor. Weil die Journalisten, die ausländischen Journalisten, gab jeden Tag so ein Presseprogramm. Man wird zum Beispiel dann vormittags in Kliniken geführt, die sich auf traditionelle chinesische Medizin spezialisiert haben. Und da wurden einem sozusagen die Vorteile der traditionellen chinesischen Medizin in der Corona-Behandlung erläutert. Es gab viele, ja, sehr, sehr bizarre Propaganda-Veranstaltungen, von denen man aber relativ wenig mitgenommen hat. Und die Leute, die man natürlich sprechen wollte, zum Beispiel Li Wenliangs Familie oder die Kollegen von Aifeng oder sogar Aifeng selbst oder Fang Fang, die Autorin der Wuhan Diaries, die waren natürlich nicht zu sprechen, weil die vor unserer Ankunft alle einen Maulkorb bekommen haben. So, ich konnte dann mit einem Vize-Direktor der Klinik Jingjingtang sprechen. Das ist die Epidemie, die Klinik in Wuhan, die sich auf epidemiologische Krankheiten spezialisiert hat, wo die ersten hunderte Corona-Fälle, Corona-Erkrankten in Wuhan behandelt wurden. Während dieses Interviews war 60 Minuten lang eine Kamera auf ihn gerichtet, nicht auf mich, sondern auf den Interviewten, ja, damit auch sichergestellt war, dass er in seinen Antworten nicht von der offiziellen Linie abweicht. Ich hatte dann das Glück, dass dann ich länger geblieben bin als die meisten anderen Kollegen und über private Kontakte und eben Rumfragen ist es mir dann doch gelungen, ein bisschen ein Bild abseits, ja, dieser offiziellen Linie zu gewinnen. Und da war es zum Beispiel besonders spannend, dass ich mit einer Reihe Freiwilligen sprechen konnte. Ja, von jung bis alt, aus der Mittelschicht, aber auch relativ arme ja, Arbeiter, die haben sich Ende Januar, Anfang Februar über WeChat und soziale Medien in China ja in freiwilligen Organisationen zusammengeschlossen und haben da zum Beispiel Masken besorgt aus dem Rest des Landes, haben Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern, die da rund um die Uhr arbeiten, nahe am Burnout, haben denen da Essen gebracht, haben Lebensmittelspenden an arme Bewohner in Wuhan verteilt und haben eigentlich all das geleistet, was eigentlich der Staat hätte tun müssen. Der Staat war aber, also die Behörden in Wuhan waren damals total paralysiert und haben eine Reihe von widersinnigen Vorschriften erlassen, die sich teilweise sehr, sehr widersprochen haben. Ja, da konnten dann Gemüsetransporte nicht rein, weil da irgendwelche Checkpoints aufgestellt waren und so weiter. Auf jeden Fall war das sehr, sehr interessant, dass es der Gesellschaft in diesen wichtigen 3, 4 Wochen, bevor dann die Provinzregierung ausgetauscht wurde, dass es der Gesellschaft gelungen ist, sich da
selbst zu organisieren und dabei auch sehr, sehr effizient war. Das widerspricht so ein bisschen dem offiziellen Narrativ in China, dass nur die Partei für Ordnung sorgen kann und dass sonst das Land im Chaos ausbrechen würde, wenn es sie nicht gäbe. Ja, das ist total spannend, weil die Partei sowohl vorher als jetzt auch mit dem Wuhan White Paper, also mit dem Corona White Paper, sehr bemüht ist, das Bild zu erzeugen, dass sie immer die Fäden in der Hand gehalten hat und diejenige ist, die für Stabilität garantiert. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland und in Europa dieses Bild von China als total monolithisch durchregiert, von einer eher sozusagen hörigen Bevölkerung. Und das, was du berichtest, ist ja eigentlich das totale Gegenteil, ne? Also eine total kreative Bevölkerung, die soziale Medien nutzt, um sich zu organisieren, die auch, wie du eingangs erwähnt hast, soziale Medien nutzt zur Kontrolle der Regierung, zur Kontrolle der Fallzahlen und immer dann kreativ wird, wenn die Regierung nicht präsent ist. Genau, und da muss man natürlich einschränkend dazu sagen, das war zu der Zeit auch toleriert, weil die Regierung da ja tatsächlich ihre Funktionen vernachlässigt hat und wie gesagt paralysiert war und einfach nicht einsatzfähig war. Und in so einer Zeit braucht die Regierung auch, nutzt sie auch die Kritik an lokalen Behörden, um da ein bisschen Luft ablassen, abzulassen, also der Bevölkerung zu erlauben, Luft abzulassen, ja. Und das ist dann so ein kleines Fenster, was sich da auftut. Und man bekommt da in dieser kurzen Zeit einen Einblick darauf, ja, wie lebendig diese Gesellschaft tatsächlich ist. Und dann Mitte Februar, als dann die Spitze der Provinzregierung ausgetauscht wurde, wurde dann auch die Zensur wieder angezogen, hat man dann auch wieder ein anderes Narrativ etabliert und dann war dieses Fenster leider auch schon wieder zu. Ich würde es gerne als eine Überleitung nutzen, um auf die USA und die Wahlen der USA zu sprechen zu kommen. Anfang des Jahres, als die Corona-Epidemie ausgebrochen ist, sah das ja ziemlich schlecht aus für China. Sowohl China als auch die Kommunistische Partei schienen in einer Krise zu sein. Jetzt haben wir in den USA 200.000 Tote. Der US-Präsident Trump ist selber an Corona erkrankt und befindet sich gerade im Krankenhaus. Wie hat sich in China die Wahrnehmung der USA seit Anfang des Jahres verändert und vielleicht auch die Wahrnehmung von Trump? Also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, Anfang Februar, ich erinnere mich noch genau, mit dem Tod von Li Wen Liang brach da auf einmal diese Wut aus dem Netz auf die Regierung. Wir haben uns alle gefragt, okay, sind die Tage jetzt gezählt, passiert jetzt endlich mal was, weil wir warten ja seit 30 Jahren darauf, dass hier mal endlich mal was passiert in dem Land und wir reden ständig darüber, dass China wie so ein Hochdruckkessel ist und wo der Deckel drauf geheizt wird, aber sobald da mal ein bisschen Luftdampf entweicht, weiß man nicht, was morgen los ist auf der Straße. Die ironische Wendung ist, dass sich das Blatt jetzt komplett gedreht hat und dass man hier in China genauso wie überall anders auf der Welt mit Befremden und Entsetzen sich diese, ich glaube, man kann das wirklich Great American Shit Show nennen, die sich das anschauen. Und zu diesen Befremden und Entsetzen kommen nochmal Schadenfreude hinzu. Also wenn du mich fragst, wie haben die Chinesen, wie hat man in China davor auf Trump geblickt, das kann man natürlich so nicht über einen Kamm scheren. Ich komme da gleich nochmal darauf zurück, dass es interessanterweise zwei sehr gegensätzliche Lager gibt an Trump-Sympathisanten in China. Genau, aber es war natürlich schon, also die Stimmung wurde insgesamt feindseliger, ja, ich war auch von Bekannten mitbekommen, die Amerikaner sind, dass man hier irgendwie auf der Straße dann auch schon mal irgendwie blöd angesprochen wird. Ja, aber nach wie vor gibt es sehr, sehr viele Chinesen, die eine große Sympathie gegenüber Amerika hegen oder gar Bewunderung
weil es doch sehr, sehr viele gibt, die Verwandten, gerade in der Mittelschicht, die Verwandte haben, die in die USA ausgewandert sind oder die ihre Kinder dann doch nach Harvard schicken wollen. Und klar, es gibt vieles, was man an Amerika sehr seltsam findet, ja, auch diesen überindividualisierten Freiheitsbegriff. Aber eigentlich war das Bild nach wie vor sehr gemischt und auch mitunter immer noch sehr, sehr positiv. So, und das, was jetzt in den letzten paar Monaten in den USA passiert ist, im Zuge von Corona, versteht hier natürlich niemand mehr. Das spielt der Regierung natürlich wahnsinnig in die Hände. Auf Twitter habe ich vorhin gesehen, dass hat jemand, da hat jemand ein Foto gemacht und das hochgeladen, dass es ein Geschäft gibt, ein Handygeschäft, glaube ich, in Peking, das gerade Sonderrabatte an Kunden vergibt, um Trumps Corona-Infektion zu feiern. Also es ist schon sehr viel Schadenfreude. Man macht sich schon lustig über die Infektion des Präsidenten, die New York Times, nicht die New York Times, die Global Times, also das parteinahe Staatsorgan hier, nutzt Trumps Infektion natürlich gleich für ihre Propagandazwecke aus. Und ich glaube, man kann es Chinesen nicht wirklich verdenken, wenn viele von ihnen gerade froh sind, dass sie hier in China sind und nicht in den USA, wo die Zahlen weiter nach oben schießen. Eine besondere Ironie der ganzen Sache, das wurde hier vorgestern in den Medien sehr stark hervorgehoben, ist, dass Trump ausgerechnet am 1. Oktober, nämlich dem chinesischen Nationalfeiertag, seine Infektion gemeldet hat. Die Infektion mit dem von ihm genannten China-Virus. Auf einmal nannte er das Virus aber nur noch mit dem offiziellen Namen Covid-19. Also das war hier auch nochmal so ein Meme. Jetzt kommen wir nochmal auf die Wahl zurück. Es gibt, wie ich gerade eben schon sagte, bizarrerweise zwei Lager, die auf einen Erfolg von Donald Trump am 3. November hoffen, auch wenn der jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber trotzdem, es sagt doch einiges über die Lage in China aus. Nämlich die Hardliner in Xi sitzen auf Trump, hört man, weil weitere 4 Jahre unter Trump natürlich den Niedergang der USA beschleunigen würden und China davon relativ profitieren würde, auch wenn hier vieles im Argen ist. Die wirtschaftliche Erholung läuft nicht so toll, wie das einfach den Zahlen nach aussieht. China hat nach wie vor eine Menge an hausgemachter struktureller Probleme. Kein einziges dieser Probleme würde gelöst, wenn Donald Trump weiter an der Macht bleibt. Aber allein dadurch, dass die USA abschmiert und man hier aus Peking mit dem Finger nach Washington zeigen kann, schaut mal, wie schlecht sie da ihr Land regieren. Und das ist ja angeblich eine Demokratie oder bald eventuell schon nicht mehr. Allein dadurch gewinnt die Partei hier an Legitimation und kann sich hier ein bisschen sicherer im Sattel wählen. So, jetzt die andere Fraktion, die auf einen Sieg von Donald Trump hofft, und das war für mich selber eine Überraschung, und auch sehr, sehr verstörend, sind manche chinesische Dissidenten. Ja? Ich habe vor einer Woche mit einem Urgestein der Tiananmen-Bewegung hier gesprochen, ein Buchhändler, ja, ein sehr, sehr gebildeter Mann. Er führt ein Buchgeschäft im Universitätsviertel Haidian, wo man chinesische Übersetzungen von Hannah Arendt, Niklas Luhmann und Alexis de Tocqueville kaufen kann. Und dieser Mann, den ich vor einem Jahr noch zu 30 Jahren Tiananmen interviewt hatte, hat sich auf einmal als der größte Trump-Fan überhaupt geoutet. Mit der Argumentation, ja, Trump sei der Einzige, der der KP die Stirn bieten könne. Ja, und die Demokraten, die haben in der China-Politik versagt und die ganze liberale Elite sozusagen hat mit ihrer Engagement-Politik eigentlich sich nur selbst die Taschen voll machen wollen, aber sozusagen die KP gestärkt. Und Trump ist da jetzt endlich mal jemand, der jetzt irgendwie da Schluss damit macht
Und deswegen muss man sich hinter denen stellen. Dieser Buchhändler, von dem ich gerade sprach, dieser Tiananmen, ehemalige Tiananmen-Anführer, ist nicht der Einzige. Auf dem Parteitag der Republikaner haben vor einigen Wochen gesprochen Chen Guangcheng. Das ist ein sehr prominenter Menschenrechtsanwalt, der vor einigen Jahren in die USA geflüchtet ist und dort Asyl bekommen hat. Und außerdem hat auf der Republican National Convention auch Wang Dan gesprochen, auch ein Studentenführer der Tiananmen-Bewegung. Also auch da ist die Argumentation, der Feind unseres Feindes ist unser Freund. Und man kann auch nicht sagen, dass Trump überall falsch liegt bezüglich China. Er hat, glaube ich, einen ganz guten Instinkt dafür bewiesen, dass einiges schief läuft. Die Mittel, die er da einsetzt, um das wieder gut zu machen oder um das zu korrigieren, sind meiner Meinung nach völlig falsch. Aber ich glaube, so muss man das ein bisschen verstehen, warum jetzt da auch Aktivisten und ja, Demokratiebefürworter mitunter in China sich in einer schrägen Allianz hinter Donald Trump stellen. Also es ist tatsächlich sehr verstörend für mich, weil wir ja im Grunde Demokratiebefürworter haben, die sich hinter jemandem stellen, der in seinem eigenen Land glasklar ein Antidemokrat ist. Aber da sieht man auch, wie verrückt die Welt inzwischen geworden ist. Das ist total spannend, weil ich musste gerade daran denken, dass der US-China-Handelskrieg immer wieder mit einem neuen Kalten Krieg verglichen wird. Ne? Und das heißt, dass wir, um diesen Konflikt zu beschreiben, gerade Konzepte des 20. Jahrhunderts rausholen, die an einem ganz bestimmten Kontext entstanden sind. Oder auch, was wir immer wieder hören, Kommunismus versus Kapitalismus. Sind diese Konzepte denn überhaupt noch geeignet, um die Situation zu beschreiben, wo eigentlich Menschen, die sich dem demokratischen, dem liberalen Lager zugerechnet haben, auf einmal jemanden unterstützen, der eine klare antidemokratische Agenda fährt? Ja, ich glaube, der Begriff Kalter Krieg ist ein guter Beispiel dafür, oder neuer Kalter Krieg ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns Behelfskonstrukte Behelfskonstrukte nehmen oder Behelfsbegriffe für Dinge, Phänomene, für die wir eigentlich noch gar keine neue Bezeichnung haben, weil unsere Welt so kompliziert, diese ganzen Kausalketten so schwer nachzuvollziehen und so unbeschichtig geworden sind, dass wir Phänomene eigentlich noch gar nicht richtig verstanden haben und dementsprechend noch irgendwie gar keine richtige Bezeichnung dafür gefunden haben. Ja, also die einzige Parallele, die ich sehe zu dem Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion, ist, dass es hier einen ganz klaren, knallharten geopolitischen Wettbewerb gibt um Macht, Ressourcen und um technologische Vorherrschaft. Ansonsten ist eigentlich alles anders als damals. Es ist kein klarer Kampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus, denn China ist ein hyperkapitalistisches Land mit eben der besonderen Note, dass der Staat in vielen Bereichen reinregiert, aber eben auch nicht in allen, auch wenn er es zunehmend unter Xi wieder versucht. Nach wie vor ist es in China so, dass 80% der Arbeitsplätze und an die 80% des Wirtschaftswachstums von der Privatwirtschaft generiert werden. Ja, die USA und die Sowjetunion operierten außerdem in zwei komplett getrennten Wirtschaftssphären. Hier sind Volkswirtschaft Nummer 1 und Nummer 2 sehr stark miteinander verflochten und Decoupling mag in manchen Bereichen funktionieren, in anderen Branchen wird das sehr, sehr schwierig sein. Die zweite Frontlinie, die hier gezogen wird, auch von einem Außenminister Mike Pompeo oder von Vizepräsident Mike Pence in Reden, wenn es um China geht, ist die Linie zwischen Demokratie und Diktatur. Ja, also jemand wie Mike Pompeo hält die Fahne der Demokratie hoch, um die China-Politik der Trump-Regierung da moralisch zu ummanteln.
Aber angenommen, wir haben nach dem 3. November tatsächlich die Situation, dass Trump verliert und sich aber weigert, das Ergebnis anzuerkennen und einfach im Amt bleiben will, wäre das dann noch eben, wäre Pompeo noch der Außenminister einer demokratisch gewählten Regierung und gibt es dann diese klaren Frontlinien noch? Ich glaube, dass die zunehmend verwischen. Noch ein Punkt, an dem dieser Konflikt anders ist als während des Kalten Krieges, ist nämlich, dass Amerika und die Sowjetunion beide einen normativen Universalismus für sich beansprucht haben, für ihre Systeme. Das sehe ich bei China nicht. Ja, auch wenn dieses Schlagwort vom chinesischen Wirtschaftsimperialismus überall gerade in aller Munde ist. China will seinen Einflussbereich ausdehnen, ganz klar. Will seine Ressourcen, will Ressourcen und neue Märkte schaffen. Und dabei geht China sehr aggressiv vor, vor allem wenn es um seine Souveränitätsansprüche geht. China infiltriert durchaus die ein oder andere Institution im Westen. Und natürlich hat China es gerne, wenn man wohlgesinnte Regierungen auf der anderen Seite als Gesprächspartner hat. Aber aktiv zum Regimewechsel anstiften oder Kriege in anderen Ländern führen, um sie zu missionieren, daran hat China eigentlich wenig Interesse, bin ich überzeugt. Solange Deutsche zum Beispiel chinesische Produkte kaufen, solange Berlin Peking nicht allzu stark kritisiert, was jetzt Hongkong oder Taiwan oder solange Angela Merkel Taiwan jetzt nicht als eigenständiges Land anerkennt, ist es China, glaube ich, egal, ob Deutschland eine Demokratie ist oder ob jetzt die AfD regiert. Du hast jetzt Deutschland ins Spiel gebracht. Jetzt, wo der Konflikt zwischen den USA und China sich jeden Tag zuspitzt und wir auch in Deutschland immer lautere werdende Stimmen haben, sich zu Hongkong, zu Xinjiang zu positionieren. Was heißt das denn für die Wahrnehmung Deutschlands und der EU? Werden die EU und Deutschland zunehmend auch als Gegner in China gesehen? Als Gegner nicht. Ich hatte in Wuhan zum ersten Mal das Erlebnis, dass ein Interviewpartner das Gespräch abgebrochen hat, weil sein Sohn dann irgendwann auftauchte und meinte so, ja, deutsche Medien, ach, das sind doch die aus dem Westen, die wollen uns doch sowieso nichts Gutes. Das ist doch nichts mit denen zu reden. Das ist aber nach wie vor ein Einzelfall. Also Deutschland und Europa wird nach wie vor mehr Vertrauen gegenüber gebracht. Politisch gesehen nimmt man Europa, glaube ich, nicht unbedingt als ernstzunehmendes Gegenüber wahr. Das liegt aber schon auch sehr an Europa selbst, glaube ich, weil man nicht so eine geschlossene Linie findet. Wir werfen es Peking ja gerne vor, dass die Führung in China nach dem Prinzip Teile und Herrsche vorgeht und da ihre bilateralen Formate, eigenen Formate einführt, wie zum Beispiel 16 plus 1 mit den osteuropäischen Ländern. Ja, da kann man sich jetzt groß beklagen, aber eigentlich müsste es mehr darum gehen, selber eine geschlossene Linie zu finden und China gegenüber auch eben geeint aufzutreten. Das ist, glaube ich, ein bisschen hilfreicher, als sich immer nur über das chinesische Verhalten zu beklagen. Das Deutschlandbild ist nach wie vor sehr, sehr positiv, wobei die meisten Chinesen, die man so auf der Straße trifft, wenn ich denen dann erzähle, dass ich für ein deutsches Medium arbeite oder dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, kommen die halt damit, kommt dann halt dieses typische Name-Dropping, ne? Goethe, Schiller, BMW, Mercedes, Bayern, München, Bier. So, das ist halt das, was die meisten von Deutschland wissen. Die Deutschen gelten natürlich als sehr tüchtig, als sehr erfindungsreich.
Und die Deutschen haben außerdem auch ein sehr gutes Image, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg ja ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben, ganz anders als die Japaner. So. Und deswegen haben die Deutschen eigentlich ein moralisch sehr hohes Standing. Aber die Chinesen sind auch sehr, sehr, oder beziehungsweise die chinesische Regierung tut dann oft auch sehr gekränkt wiederum, weil sie sagen, wir loben euch über den Klee und wir finden euch super, aber ihr kritisiert uns jetzt die ganze Zeit nur. So. Das ist ein bisschen problematisch. Ich versuche dann auch, wenn sowas mal im Gespräch aufkommt, dann zu erklären, dass man ja gerade an Deutschland schätzt, dass sie ihre eigenen Fehler aufgearbeitet haben und so. Und dass dieses negative Bild oder die Kritik ja auch oft daherkommt, weil man das in China eben nicht gemacht hat, mit der Kulturrevolution zum Beispiel oder auch eben aktuell mit den vielen Missständen. Und in der chinesischen politischen Philosophie gibt es ja den Begriff des Zhengyou, des aufrechten Freundes, der einem gegenüber auch die Wahrheit spricht und eben nicht beschönigt. Genau. Aber da sehe ich noch nicht, dass das so, dass die eigene Position wirklich klar reflektiert wird in vielen Fällen. Und während in China das Deutschlandbild immer noch relativ positiv ist, hat sich in Deutschland der Blick auf China seit dem Machtantritt Xi Jinpings doch zunehmend verfinstert. Und das hat vor allem auch mit Xinjiang zu tun und deren Google Maps-basierten Berichterstattung, dass es Camps gibt, dass Moscheen zerstört werden. Wie kann man als Journalistin in China mit dem Thema Xinjiang überhaupt umgehen? Also im Grunde genommen kann man kaum noch berichten. Also zumindest hier nicht vor Ort. Wenn ich etwas über Xinjiang erfahren will, muss ich die Great Firewall umgehen und mir Informationen aus dem Ausland besorgen. Ja, um dann wieder in Peking Berichte zu schreiben, die wiederum ans ausländische Publikum gehen. Also die Informationslage hier in China selbst ist nicht existent. Da sind nicht nur wir Medien, sondern auch die Öffentlichkeit ist da sehr, sehr angewiesen auf einzelne Experten, die in den vergangenen Jahren hervorragende, sehr wertvolle Arbeit gemacht haben, wie zum Beispiel der deutsche Forscher Adrian Senz, der die Existenz der Internierungslage erstmals 2017 über die Analyse von Satellitenbildern und öffentlichen Ausschreibungen aufgedeckt hat. Dann gab es eben große Gemeinschaftsprojekte wie die China-Cables-Enthüllungen des Internationalen Konsortiums für investigativen Journalismus. Das sind dann eben diese großen, sag jetzt mal, Blockbuster-Recherchen, die für die Weltöffentlichkeit sehr, sehr wichtig geworden sind. Jetzt vor einigen Tagen kam ein neuer Report des ASPI, das ist Australian Strategic Policy Institute in Australien, selbstverständlich, heraus, wonach es in Xinjiang jetzt 380 neue Internierungslager gibt zusätzlich, beziehungsweise dass diese 380 gerade neu gebaut werden. Jetzt kam vor einigen Tagen heraus, dass nicht alle davon tatsächlich wirklich Lager sind. Einige dieser Facilities, die man auf den satellitischen Bildern zu erkennen glaubte als Lager, haben sich als Highschools entpuppt, andere als Behörden. Dass solche Fehler dann auch unterlaufen, beziehungsweise dass das wir eben auf Satellitenbilder angewiesen sind, die dann doch eben nicht immer ganz klar eindeutig zu identifizieren sind, dass diese Quellenlage eben so schlecht ist, zeigt eben, wie wenig wir tatsächlich wissen. Ich glaube, die Grundtendenz stimmt, aber die Berichte in letzter Zeit eben da erkennen, nämlich, dass das System der Repression in Xinjiang weiter ausgebaut wird. Ich persönlich kann eben nur auf diese Experten und auf diese Berichte zurückgreifen, weil ich nicht mehr nach Xinjiang, also ich kann noch reisen,
Aber mir würde sofort gleich bei Ankunft am Flughafen, würden mir gleich eben ja Leute von der Polizei oder von der Staatssicherheit folgen. Die Kollegin der Washington Post, die scheidende Bürochefin, die jetzt das Land verlässt, die hat jetzt sozusagen als ihre letzte Amtshandlung nochmal Kashgar besucht. Da war sie schon mal vor 15 Jahren und war damals ganz begeistert über diese sehr, sehr lebendige Stadt am Rande der Wüste und kam jetzt ja sehr bedrückt zurück, weil sie im Grunde 4 Tage die Straßen gelaufen ist, ohne mit jemandem zu sprechen. Sie hat nicht mit dem Taxifahrer gesprochen, sie hat auch sich nicht getraut, Menschen anzusprechen, weil man natürlich inzwischen so weit ist, dass man auch niemanden gefährden möchte. Ja? Jeder, der gesehen wird, wie er mit einer ausländischen Journalistin spricht, da kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass er Ärger bekommt. Das heißt, ja, also theoretisch kann ich da noch hinreisen, aber eigentlich weiß ich, dass ich mehr oder weniger mit leeren Händen nach Hause käme. Was ich gemacht habe, ich bin vergangenes Jahr in die kasachische Grenzstadt Almaty geflogen. Dort sind viele ethnische Kasachen mit chinesischer Staatsbürgerschaft hingeflohen, die in den Lagern interniert waren. Dadurch, dass also dazu muss man sagen, die ethnischen Kasachen, da gibt es eben auch viele, die allermeisten sind eben Muslime. Es lebt eine ja, Community von 1 bis 2 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, in Xinjiang. Und viele wurden eben auch inhaftiert, interniert, wie die Uiguren, aber eben nicht annähernd so viele. Die entlassen wurden, denen hat die kasachische Regierung Asyl gewährt, beziehungsweise die durften dann die kasachische Staatsbürgerschaft annehmen und so konnte ich in Kasachstan eben ehemalige Internierte interviewen. Das ist aber, und ein paar Exil-Uiguren findet man zum Beispiel auch in Istanbul. Dann kann man mit der Exil-Community der Uiguren, die ihren Hauptsitz in München hat, mit denen kann man in Kontakt treten. Aber auch für die ist das sehr schwierig, direkte Informationen aus Xinjiang selbst zu bekommen, weil natürlich die ganze digitale Kommunikation überwacht wird. Im Vorfeld zu unserer heutigen Dialogveranstaltung habe ich einen LinkedIn-Post gemacht und habe gleich einen Kommentar von jemandem aus der Wirtschaft bekommen, die Zeit würde generell so China-kritisch und pro-amerikanisch berichten und das mit Xinjiang stimme alles gar nicht und es würden total verzerrte Bilder dargestellt werden. Und gerade letzte Woche war in Peking ja jetzt nach längerer Zeit wieder die internationale Automesse, bei der deutsche Automobilhersteller, einschließlich Volkswagen, Daimler, BMW, deutschen Journalistinnen laut dem Bayerischen Rundfunk keine Interviews gegeben haben, dafür aber den chinesischen Staatsmedien. Aus Angst vor kritischen Fragen zur Abhängigkeit der deutschen Autoindustrie von China und zu den Menschenrechtsverletzungen auch in Xinjiang. Volkswagen hat ja ein Montagewerk in Xinjiang, bei dem immer wieder spekuliert wird, ob dort nicht Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Wir hatten ja 2018 den Fall mit Daimler, als es ein Instagram-Zitat von Dalai Lama gepostet hat und sich dann nach Kritik der chinesischen Regierung öffentlich dafür entschuldigte. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wir haben ja in der deutschen Öffentlichkeit immer größer werdende Debatte über mündliche Einflussnahme der Kommunistischen Partei. Wir an Universitäten sind immer wieder mit der Kritik konfrontiert, sollte es Konfuzius-Institute geben,
an deutschen Universitäten sollte man zum Beispiel mit der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften zusammenarbeiten, an der viele Wissenschaftler KP-Mitglieder sind. Sollten wir uns immer zu Hongkong und Xinjiang positionieren, was eine sehr berechtigte Frage ist. Aber eigentlich lassen wir sehr gerne die Big Player ja außen vor. Ja? Trotz der zunehmend schlechteren Menschenrechtslage in China machen deutsche Automobilhersteller immer größere Umsätze. Haben wir da nicht einen Paralleldiskurs zwischen Wirtschaft und Politik und müssten wir nicht stärker unsere eigenen Unternehmen, die mit demokratischen Werten groß geworden sind und sich jetzt nicht der Frage stellen, ob die sich eigentlich noch daran halten, wenn sie an China gehen, sollten wir das nicht stärker in Fokus nehmen? Absolut. Also das ist auch etwas, was mich sehr umtreibt, diese Frage. Es gibt komplett getrennte Diskurse inzwischen. Ja, also in Politik und Medien herrscht inzwischen ein sehr negatives China-Bild vor, in Teilen auch ein zu negatives China-Bild. Da kommen wir gleich auch mal nochmal drauf zu sprechen, warum das so ist. Also es hat sich vieles verschlechtert hier im Lande, aber es ist jetzt China ist auch nicht das Böse, ja. Und in der Wirtschaft ist gerade Jubelstimmung, weil die deutschen Automobilhersteller hier jetzt durch die wirtschaftliche der erfolgreichen Corona-Eindämmung jetzt wieder Umsatzrekorde gemacht werden. Ja, auch die Luxusunternehmen, so Hermès, Louis Vuitton, die Geschäfte sind rammelvoll, die machen super Geschäft hier gerade. Volkswagen hat mit dem Corona im Mai, glaube ich, im April angekündigt, 2 Milliarden nochmal zu investieren in China. Und wenn ich mich umhöre bei Finanzinvestoren, die sind gerade alle gut drauf, weil China jetzt seinen Finanzmarkt für die Wall Street eben und für Fonds, Investmentfonds und so weiter geöffnet hat. Und die Stimmung ist sehr bullish. Das ist natürlich insofern befremdlich, als Business ist Business, stimmt nicht. Und es gibt keine getrennten Sphären, einmal die Wirtschaft und einmal die Politik. Beides hängt ganz eng miteinander zusammen. Also wenn ein VW-Chef Herr Diess sagt, dass er nichts über die Unterdrückung der Uiguren weiß, wie im April 2019 geschehen, dann finde ich sehr beschämend. Und ich frage mich auch, warum bei jedem China-Besuch der Kanzlerin oder beim China-Besuch des Außenministers oder des Wirtschaftsministers die Bundesregierung sich für die Milliarden-Deals deutscher DAX-Konzerne einsetzt, damit neue Arbeitsplätze geschaffen werden und Deutschland wirtschaftlich davon profitiert, aber umgekehrt, ja, deutsche Unternehmen bei jeder Gelegenheit die Werte ihres Heimatlandes unterlaufen, ja, und gar nicht ihre Verantwortung wahrnehmen für den Erhalt eines Systems auf deren Rechtsstaatlichkeit ihr Erfolg doch sehr stark auch basiert. Das kann also keine Einbahnstraße sein, glaube ich. Ich sehe noch nicht, dass diese Debatte in Deutschland mit aller Ehrlichkeit geführt wird. Wie du sagtest, wir unterhalten uns über Kurzfristinstitute, ob man die jetzt irgendwie schließen muss. Also das ist aber alles so. Ja, wie soll man sagen, das sind nicht die wesentlichen Fragen. Die wesentlichen Fragen sind wir bereit, für unsere Werte im Zweifelsfall einen Verlust von Arbeitsplätzen hinzunehmen, im Zweifelsfall ein verlangsamtes Wachstum hinzunehmen. Sind wir bereit, für unsere Werte zu zahlen? Und diese Diskussion muss, glaube ich, in Deutschland noch ehrlicher geführt werden. Denn es ist tatsächlich so, China ist der einzige Markt in vielen Branchen, der wächst. Ein Drittel des globalen Wachstums in den kommenden Jahrzehnten wird aus China kommen. Und da sagen dann viele Manager aus ihrer Logik natürlich auch verständlich, alternativlos, dass wir dort mehr investieren
dass wir uns da noch stärker engagieren. Die Frage ist nur, ist das so alternativlos oder führt dieser neoliberale Wachstumsimperativ, ja, dieser Shareholder-Value-Druck auf unsere Wirtschaft dazu, dass wir am Ende an unserem eigenen demokratischen Fundament sägen, weil wir uns halt verletzlich machen, weil wir uns erpressbar machen? Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, der sich ja ähnlich auch für die Klimadebatte sagen lässt. Also es ist ja genau. Der gleiche Widerspruch, sind wir bereit für unsere Werte zu zahlen? Genau. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, bevor wir für das Publikum öffnen. Und zwar ist es etwas, wovon wir selber an den Universitäten betroffen sind. Je schlechter China in der Medienberichterstattung wegkommt, desto weniger Studienanfänger haben sie, haben wir. Und dabei haben wir schon so eine große Wissensasymmetrie mit China. China kennt uns, also als Deutschland, als Europa, sehr viel besser als andersrum. Und jetzt entsteht diese paradoxe Situation, dass wir auf der einen Seite Chinas globalen Aufstieg erleben, auf der anderen Seite jetzt schon die zukünftige China-Kompetenz wegbricht. Wie siehst du das? Was könnte man vielleicht anders machen? Wie müssten wir umsteuern? Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen ratlos, wie man da umsteuern könnte, weil es ist ein Teufelskreis, der hier gerade passiert. Ja, also China stößt mit seinem aggressiven Auftreten oder beziehungsweise die KP, man muss ja immer differenzieren zwischen der kommunistischen Führung Chinas, die steht nicht für das ganze Land, auch wenn sie selbst das immer vorgibt, dass sie alle Chinesen vertritt. Die KP tritt international immer aggressiver auf. Im Land wird die Stimmung immer repressiver. Das merke ich auch selbst in Peking, ja. Also die Stadt war vor einigen Jahren noch, vor 5, 6 Jahren, das war wirklich ein globaler Hotspot. Auch viele Künstler sind gekommen. Es gab einen sehr regen Kulturaustausch. Man hat einfach wirklich das Gefühl, so, das ist hier ein Ort, an dem hier wirklich was Entscheidendes passiert in der Welt und weswegen auch viele junge Menschen aus aller Welt gerne nach China kommen. Das ist jetzt inzwischen vorbei, weil es schwieriger wird, hier zu studieren, schwieriger wird, hier Arbeitsvisa zu bekommen, schwieriger wird, hier zu forschen, schwieriger wird, zu berichten. Gut, und das heißt, man muss schon mal eine viel höhere Hürde überwinden, um sich mit China zu beschäftigen. Deswegen kann ich es auch niemandem verdenken, wenn er sagt, so, darauf habe ich keine Lust. Und das ist mir zu anstrengend. Ja, das Problem ist aber nun, dass wir diese China-Kompetenz trotzdem brauchen, weil China halt einfach nur mal nicht weggeht, sondern unabdinglich ist, dass wir verstehen, was China nicht nur in seinem eigenen Land tut, sondern was China in Südostasien tut, in Afrika, in Lateinamerika. Und da sind wir eigentlich in Deutschland, mit Ausnahme von einem Institut wie Merricks zum Beispiel in Berlin oder einigen guten Sinologiefakultäten, die bei euch in Heidelberg sind, wir komplett blank, muss man sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie man das beheben muss. Du sagtest ganz richtigerweise, dass das China-Bild, das durch die Medien transportiert wird, eben auch nicht besonders einladend ist für junge Menschen, sich mit diesem Land auseinanderzusetzen. Ich werde zum Beispiel auch oft gefragt, warum berichtet ihr immer nur negativ? Ja? Bevor ich in den Journalismus gegangen bin, habe ich das selber auch gedacht. Und ich glaube, ein bisschen was an der Kritik ist dran, insofern, dass dass China eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch stattfindet über Wirtschaftsdaten. Ja, wir nehmen nur noch sozusagen die sich verschärfende politische Situation wahr. Wir reden über Hongkong, über Xinjiang, Konjunkturdaten. Aber eigentlich die Gesellschaft selbst kommt nicht mehr vor. Auch die Kultur selbst findet eigentlich kaum noch
statt in der öffentlichen Wahrnehmung Chinas. Der Alltag, ja, der für viele Menschen, hunderte Millionen Menschen führen hier einfach ein sehr, sehr normales Leben und es sind eben nicht alle, ja, Ameisen, die hier irgendwie, es ist trotz allem nicht Nordkorea und es ist auch nicht irgendwie ein großer Gulag, in dem 1,4 Milliarden Menschen festgehalten werden. Die meisten Menschen in China bewegen sehr, sehr normale Probleme, wie sie die Deutschen auch beschäftigen. Und das kommt alles leider im Journalismus zu kurz, wäre aber sehr, sehr wichtig, weil wir, die meisten Deutschen zum Beispiel, ein sehr vielschichtiges Bild von Amerika haben, das auch stark dadurch geprägt wird, dass wir natürlich Hollywood-Filme uns anschauen können, ja, dass wir Netflix haben, Popmusik, Literatur und so weiter. Das alles schwappt ja automatisch immer zu uns rüber. Das heißt, da kann man sich als USA-Korrespondent schon darauf kritisieren, auf die Uraufgabe des Journalismus, nämlich ja, kritisch über Trump zu berichten oder vor allem über Politik. Aber in China fehlen diese anderen Quellen. Ja. In China muss man viel mehr erklären, viel mehr einordnen. Es bleibt die Uraufgabe des Journalismus, Kritik an den Mächtigen zu üben und Missstände da anzuprangern. Aber in China, wie ich sagte, geht die Aufgabe darüber hinaus. Deswegen werden wir dieser Aufgabe auch, so wie ich sie beschrieben habe, in den allermeisten Fällen nicht gerecht, weil wir hier personell so dünn aufgestellt sind. Wie ich gerade sagte, haben die meisten Medien hier nur ein bis maximal zwei Korrespondenten. In den USA haben viele Redaktionen das Fünffache an Personal. Und jetzt zumal zum Wahlkampf werden noch extra Kollegen eingeflogen. Also wenn man sich das anguckt, ja, das Fünffache in den USA und nur ein, zwei Leute in China, das steht in einem extremen Missverhältnis. Nicht nur, was die Bedeutung des Landes betrifft, aber auch, was die Arbeitsbedingungen im Land betrifft. Die USA sind ein offenes Buch. Da erfährt man alles in den Medien, auf Twitter, Facebook und so weiter. Da gibt es keine Zensur. In China sind die Zugänge so schwer, dass es viel, viel mehr Aufwand erfordert, um den Sachen auf den Grund zu gehen. Und dafür ist man dann ja alleine oder zu zweit ziemlich schlecht aufgestellt. Deswegen, aber man kann eben auch nicht die Pflichtthemen wie Xinjiang oder Hongkong kann man nicht vernachlässigen. Deswegen kommt es dazu, dass die Berichterstattung insgesamt eine Schlagweite hat. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, der China von den USA unterscheidet, ist, dass über die USA sich mehr oder weniger jeder selber informieren kann. Nicht nur genau durch die höhere Öffnung der Kanäle, sondern dadurch, dass die meisten von uns doch Englisch sprechen. In China ist es nicht der Fall. Ne? Nur ganz wenige sprechen Chinesisch, genau, und ganz wenige sind vertraut mit der chinesischen digitalen Infrastruktur. Das heißt, wir haben hier genau nochmal eine Doppelung, weniger Korrespondenten und sowieso per se schon weniger Zugang über die Sprache. Genau, also eigentlich bräuchte man nicht fünfmal so viele Korrespondenten in den USA wie in China, sondern fünfmal so viele Korrespondenten in China wie in den USA. Ich nehme mal Fragen aus dem YouTube-Chat. Michael Santag fragt: Wandel durch Handel funktioniert dann, wenn man ökonomisch stärker ist. Doch momentan findet ein Ausverkauf des Westens statt, der zur Weltherrschaft Chinas führen könnte oder nicht? Fragezeichen. Also Ausverkauf ist, glaube ich, jetzt ein bisschen drastisch formuliert. Wenn man sich die Zahlen anschaut, also 2016, als KUKA in Deutschland aufgekauft wurde von chinesischen Investoren, war schon der Peak erreicht. Seit 3-4 Jahren geht die Anzahl von Übernahmen durch chinesische Käufer rasant zurück. Das hat auch damit zu tun, weil die chinesische Regierung die Kapitalkontrollen erhöht hat, also will, dass weniger Kapital ins Ausland fließt. Das heißt, Ausverkauf, Fragezeichen, ich sehe das nicht. Weltherrschaft, ich habe ja gerade auch schon in einer der
der Fragen, der Antworten auf eine deiner Fragen, Marina, schon erläutert, dass ich ja dieses Streben nach Weltherrschaft auch eine Nummer zu hoch gehängt sehe. China will seinen ökonomischen Einflussbereich ganz klar ausweiten, strebt sicherlich auch nach regionaler Dominanz in Asien. Aber dass es jetzt sozusagen die amerikanische Vorherrschaft oder das geltende System durch ein anderes ersetzen will, sehe ich nicht, weil China eben auch von der Globalisierung enorm profitiert hat. Und China, also die KP predigt jetzt Autarkie und Unabhängigkeit, aber China lebt nun mal nach wie vor, auch wie Deutschland, von seinen Exporten. Und noch ist die chinesische Wirtschaft nicht so weit, um eben durch eigene Technologie da einen neuen Wachstumsschub erzeugen zu können. Das heißt, wenn China sich abschottet von der Welt, wird das eigentlich nur, wird man sich damit eigentlich nur selbst schaden. Und wenn man sich abschottet, kann man auch schlecht die Welt beherrschen. Also da würde ich dann doch hier mehrere Fragezeichen dahinter stellen. Ja, und das passt auch zum Regierungsbericht von Li Keqiang, der zum ersten Mal keine fixen Wachstumsziele rausgegeben hat, mit der Begründung, dass das internationale Wirtschaftsumfeld so instabil und so unsicher ist, dass es China vor eine, ich weiß nicht mehr genau, lange nicht dagewesene oder noch nie dagewesene Herausforderung stellt. Das heißt, diese Volatilität der Weltmärkte wird als extrem kritisch für China gesehen und auch die Verknüpfung mit den Weltmärkten. Genau, aber eben dann so die Rolle rückwärts, nämlich zurück in ein autarkes Wirtschaftssystem, die wird nicht funktionieren. Ja? Die hat Ja. auch unter Mao nicht funktioniert und ich sehe auch nicht, warum die jetzt funktionieren wird. Also wenn man, wir reden irgendwie ständig über, also wir fallen oft, glaube ich, auf die chinesische Propaganda ein, ja, rein. Wenn es jetzt zum Beispiel um Made in China 2025 geht oder um die Seidenstraßeninitiative. Ja, China will sich halt vor heimischem Publikum ganz groß darstellen. Die KP will zeigen, dass sie hier da hier den ganz großen Wurf plant und da weit nach vorne denkt. Aber in Realität ist das doch alles noch nicht so weit gediehen, wie wir uns das vorstellen. Zum Beispiel in Europa, in Nordosteuropa ist aus diesen ganzen angekündigten Seitenstraßenprojekten eigentlich kaum eins in die Tat umgesetzt worden. Und Made in China 2025, da wird mit der Gießkanne sozusagen 2% des Bruttoinlandproduktes werden da so mit der Gießkanne auf 10 verschiedene Wachstumsbranchen gegossen. Aber ja, ich höre nur von Leuten, die mal an der Tsinghua waren, an der Fakultät, wo jetzt an künstliche Intelligenz geforscht wird, und die waren nicht so beeindruckt. Ist dann die Kommunikation der Wolf Warrior auf Twitter auch eher nach innen als nach außen gerichtet? Ja, ich denke schon, man hat da ja irgendwie sich selbst so eine Falle gelegt, indem man, also immer wenn der Kaffee nicht einfällt, dann trommelt man ja eben dann nutzt man den Nationalismus als Vehikel, ja, und das ist insofern ein Boomerang, als dass die KP in diesem Frühjahr ganz eindeutig in Verlegenheit geraten ist durch die Corona-Krise und dann eben als noch aus dem Ausland die Vorwürfe kamen, China habe das Virus in die Welt gesetzt. Also da konnte man, da hat man in Peking gedacht, man darf sich doch auf gar keinen Fall klein und schwach zeigen, sondern da muss man jetzt irgendwie die ganz große Trommel rühren und da muss man jetzt zurückschlagen und den eigenen Leuten zeigen, die man doch eben jahrzehntelang eben so nationalistisch erzogen hat, dass man sich da gegenüber den Feinden im Ausland auch behaupten kann. Und dass das natürlich
nicht in isolierten Sphären abläuft, sondern dann im Ausland dann wieder zu einem Backlash führt, der am Ende den eigenen Interessen Chinas schadet, das ist jetzt hier natürlich ja sehr, sehr unglücklich im Endeffekt für die Partei. Anschlussfrage aus YouTube, die übrigens immer wieder bestellt wird. Insofern ist es interessant, was deine Meinung dazu ist. Wie soll sich die EU im Spannungsfeld zwischen den USA und China verhalten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss erstmal abwarten, was der 3. November bringt. Wenn Trump an der Regierung bleiben sollte, sehe ich das nicht, warum die EU sich einfach hinter die USA geschlossen stellen soll, um mit einem Trump-Amerika in einen neuen Kalten Krieg gegen China zu ziehen. Ich glaube nicht, dass das im Interesse Europas ist. Wenn Biden an die Regierung kommt, sehe ich eine Chance, dass die Demokratie in Amerika auch wieder repariert wird, ja, dass Biden zu einer nicht unbedingt softeren, aber doch vielleicht konsequenteren und im letzten Endes dann auch effektiveren Haltung gegenüber China kommt und dass es dann dort viele Gemeinsamkeiten geben kann, viele Schnittmengen, ja, mit den europäischen Interessen und Wünschen. Ja, aber ich glaube letzten Endes, das muss man wirklich jetzt vom Ausgang dieser Präsidentschaftswahlen abhängig machen. Aber ich glaube, an sich ist es unabdingbar, dass Europa jetzt endlich mal seine Reihen schließt und ganz klar nach außen kommuniziert, dass man hier mit einer Stimme spricht. Das war ja bislang nicht der Fall. Und ich glaube, da werden jetzt in der Ratspräsidentschaft von Angela Merkel schon einige richtige Schritte gemacht. Jetzt am 16. November soll es dann nochmal ein Treffen, ein EU-internes Treffen geben, um sich über ein paar wesentliche Fragen zu einigen, was das Investitionsabkommen betrifft zum Beispiel oder die Haltung der EU zu Hongkong und Xinjiang. Ich glaube, das geht schon mal in die richtige Richtung. Dann fragt meine Kollegin an der Sinologie Mariana Münning. Du bist ja gerade in der Inneren Mongolei. Hast du etwas davon mitbekommen, dass Mongolisch an Schulen als Unterrichtssprache abgeschafft werden soll? Nein, hier habe ich noch nichts mitbekommen, weil wir hier mitten in der Steppe sind. Und die nächste Kreisstadt ist 50, 60 Kilometer von hier entfernt. Ich bin hier tatsächlich privat unterwegs gerade und weiß noch nicht, muss ich mir noch überlegen, ob ich hier vielleicht mal versuche, ein bisschen was mitzubekommen. Die Kollegen, die vor einigen Wochen hierher gereist sind, die wurden hier sehr, sehr rüde behandelt. Die Kollegin der Los Angeles Times, die wurde festgenommen, andere gleich eben ab Ankunft begleitet sozusagen durch Aufpasser und eben dann auch bald wieder nach Hause geschickt. Das Arbeiten hier ist sehr, sehr schwer und ich bin froh, dass bisher noch keiner ins Hotel gekommen ist und mich gefragt hat, was ich hier eigentlich mit meinem Journalistenvisum mache. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier wirklich sehr, sehr ab vom Schuss sind. Wobei, wer weiß, wie viele Leute und wer jetzt gerade in unseren Livestream reingeschaltet sind. Ja, hier laufen gerade auch ein paar andere Hotelgäste umher und ich dachte gerade schon, als ich Xinjiang und Hongkong gesagt habe, ob das jetzt irgendwie, ob die da jetzt mit, jetzt irgendwie ganz aufmerksam lauschen oder was sie sich dabei denken, aber ja. Dann fragt Andreas Lehmann, welche Empfehlungen haben chinesische Wissenschaftler an ihre Regierung zum extremen Wirtschaftswachstum und dem Bau der neuen Seidenstraße in Bezug zur Klimakrise? Da muss man immer gucken, was für Wirtschaftswissenschaftler sind das und das ist regierungsnahe Ökonomen
oder sind das eher liberalere Ökonomen? Also es gibt natürlich da eine Gruppe von Experten, die dann auch genau die Form von Ratschlägen erteilt, die sich die Regierung sich sowieso wünscht, wenn man dann doch mit den Leuten spricht, die ein bisschen kritischer sind, und das sind nicht wenige. Also die Seidenstraße war jetzt in der Frage das Thema, ne? Also die Seidenstraße ist sehr, sehr überholungsbedürftig. Das hat die Regierung aber inzwischen auch selbst erkannt, weil da also auch diese Sache mit der sogenannten Schuldendiplomatie ist ja keine Einbahnstraße, ne? Also wenn China da großzügig Kredite in der Welt verteilt und die am Ende nicht zurückgezahlt werden, dann gibt es ja auch im Land sehr viel Kritik, weil das dann heißt, naja gut, wir haben hier immer noch so und so viele arme Menschen, und warum werden hier diese Milliarden im Ausland verpulvert, und warum sitzen wir hier irgendwie auf einmal auf diesem riesigen Berg an Krediten, der nicht zurückgezahlt wird. Dann gab es natürlich sehr, sehr viel Kritik auch in Ländern wie Afrika, weil viele Sozialstandards oder Umweltstandards bei Seidenstraßenprojekten nicht eingehalten werden. Auch diese Kritik wirkt sich negativ auf das Image aus. Das sehen die Ökonomen durchaus auch. Und die Regierung hat jetzt vergangenes Jahr bei der letzten Seidenstraße-Konferenz schon angekündigt, dass sie da einiges ja nochmal überholen wird an Kriterien. Also die Seidenstraße war ja bis vor kurzem, Marina, du weißt das besser, ich kenne mich mit dem aktuellen Stand jetzt nicht hundertprozentig aus, aber die war ja bis vor kurzem einfach ein einziges Chaos. Es gab ja in Peking nicht mal eine einzige Behörde, die auch nur ein Dokument vorlegen konnte, was alles zur Seidenstraße gehört und was nicht. Also im Endeffekt war ja einfach alles Seidenstraße, worauf man das Label draufgeklebt hat. Ja, das konnten private Projekte sein, konnten da hat sich jede eigene, da hat sich jede Provinzbehörde und jedes Ministerium irgendwie selbst so seine eigene Seidenstraße-Definition geschaffen. Ja, die amerikanische Politikwissenschaftlerin Yuan Yuan Ang hat das in Foreign Policy verglichen mit den klassischen politischen Kampagnen in China, die Experimentierpolitik vorangehen, wo die Regierung sagt, so lauft jetzt mal los, crossing the river by feeling the stones, und testet, was läuft, und dann steuern wir nach. Das heißt, es ist eigentlich eine klare Strategie, keine Strategie zu haben, was für uns aus der europäischen, aus der westlichen Linse schauen, total absurd ist, weil wir es gewohnt sind, erst einmal ein Ziel zu definieren und zu überlegen, wie kommen wir dahin und dann loszulaufen. Und das ist auch, glaube ich, eines der zentralen Missverständnisse mit der Seidenstraße und mit den ganzen Externalitäten. Ein anderer User stellt eine Frage zu Taiwan, was auch sehr relevant ist aktuell. Wie sollen sich Deutschland, die EU gegenüber Taiwan verhalten? Und für wie realistisch hältst du eine Invasion in naher Zukunft? Vor allem angesichts dessen, dass eine Invasion Taiwans ja tatsächlich einen Weltkrieg auslösen könnte, wenn nämlich die USA Taiwan militärisch unterstützen. Genau, wenn, das hängt dann wiederum alles auch wieder an Donald Trump. Also es könnte morgen losgehen, es könnte in 5 Jahren losgehen. Der Konflikt kann auch sich noch eine sehr lange Zeit hinziehen, ohne dass er militärisch eskaliert. Es ist tatsächlich schwer zu sagen, was man feststellen kann. Also die taiwanesische Armee ist ja eigentlich nicht zu gebrauchen. Aber die amerikanische Armee ist dem chinesischen Militär nach wie vor weit, weit überlegen. Und wie soll man sagen? Also wir haben jetzt die zunehmende Eskalation, ja, dass China da seine Muskelspiele betreibt und Kampfflieger über markierte Linien
geschickt. Wir haben dieses Säbelrasseln. Ich glaube, dadurch, dass die Amerikaner, glaube ich, nach wie vor hinter Taiwan stehen würden, glaube ich nicht, dass es jetzt unmittelbar jetzt vor der Haustür steht. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich von Tag zu Tag an. Zumal so sollte sich die wirtschaftliche Krise hier in China selbst verschärfen, sollte der Konflikt mit den USA sich weiter verschärfen, kann es sein, dass Xi Jinping da einfach da einen Nebenschauplatz braucht, um hier die, die nationalistische Seele hier weiter da ja zu streicheln. Das ist aber alles schwer zu sagen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in YouTube, leiden, da schaffen wir zeitlich nicht, alle Fragen aus dem Live-Chat zu beantworten. Aber wir bedanken uns sehr für eure rege Beteiligung. Noch eine Abschlussfrage an dich, Sifan, von meiner Seite. Für diejenigen, die sich über China informieren wollen, was würdest du noch empfehlen, außer deiner eigenen, immer super spannenden Artikel in der Zeit? Also nach wie vor finde ich die New York Times, obwohl eben nur noch ein Korrespondent vor Ort ist, aber auch die jetzt verwiesenen Kollegen, die leisten aus dem Exil immer noch wahnsinnig gute Arbeit. Also finde ich eigentlich unverzichtbar. Dann finde ich die Berichterstattung der Financial Times ganz großartig, leider kostenpflichtig. Ja, es gibt tolle Blogs, also das ist aber dann schon für Experten, so Reading the China Dream zum Beispiel, da kann man, wenn man sich zum Beispiel für chinesische, innerchinesische Debatten interessiert, da kann man zum Beispiel englische Übersetzungen von wichtigen, einflussreichen Essays der vergangenen Jahre von chinesischen Philosophen, Historikern, Intellektuellen, kann man sich da reinziehen. Und vielleicht für Leute, die schon, ja, also mir ist aber eigentlich auch für Anfänger, China-Anfänger geeignet, also ganz toll finde ich den China-Podcast von Seneca. Den gibt es einmal die Woche. Genau, heißt einfach Seneca-Podcast. Da führt Kaiser Kor, ein Chinese-American, der ganz ja, interessanter Typ, früher Rockstar, dann Head of Google, nee, du weißt es besser, Marina, Baidu oder Google, naja, jedenfalls hat er in China dann im Tech-Bereich gearbeitet, glaube ich, Google beraten oder war dann viele Jahre bei Baidu, lebt jetzt in den USA und führt jede Woche einmal ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit anderen Experten, aber manchmal auch einfach auch Schriftstellern oder einfach mit Leuten, die auch sehr aktiv sind in Bezug auf China. Es wird eher ein einstündiges Gespräch. Das kann ich allen sehr nahelegen. Vielen Dank, liebe Sifan. Wir bedanken uns bei dir für das Gespräch. Und auch von meiner Seite vielen Dank, dass du trotz der sehr schwierigen Arbeitsbedingungen in China gerade vor Ort bist und berichtest, damit wir einen Blick haben, was denn gerade tatsächlich on the ground passiert. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag Ihnen, liebe Zuschauer im Netz, Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, bis auf bald. Danke, Marina. Und danke an alle Zuschauer.